Schon mal schön, liebe Leute, willkommen zurück zu einer Folge Bucky. Ist aber geschrieben, wir haben einen Hühnchenhof Arsch, aber zuerst spielen wir eine Runde Undertale weiter. So, wir waren hier bei den Ruinen. So, da mal gucken. In dieser Folge hier werden wir das Intro von Undertale finishen. Ja, das ist das Intro. Erst sobald wir aus den Ruinen raus sind. Oh, jetzt habe ich euch gespoilert. Nee, jeder sollte ja eigentlich schon den Storyablauf wissen. Oh, na gut, jedenfalls werden wir hier einmal die. Wer ist nochmal? Die Person da. Genau, werden wir sie einmal nicht töten. Dann kommt er in, ja, dann was dann sieht, was dann passiert, seht ihr. Dann werden wir sie noch einmal töten. Und danach werde ich dann nochmal einen Zusammenschnitt davon machen, wie es aussieht, wenn wir es normal und nicht im Hard Mode spielen. Welchen Namen zu Frisk, zu Sharon ändern. Und danach machen wir noch ein Projekt. Nämlich kann ich in Config-Dateien die Namen ändern. Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich dort den Namen Gester praktisch erzwinge. Weil wir haben ja schon vorhin gesehen, wir können den Namen Gester nicht annehmen. Wir werden dann direkt ins Menü zurückverfrachtet. Also, das habt ihr in der ersten Folge irgendwo gesehen. Da gucken wir mal, was passiert, wenn wir es erzwingen. Wir können das ja über die Config immer wieder ändern. So, aber hier erstmal. Au, hallo! Ich vergesse jede Folgestimme. Oh, hallo. Willst du irgendetwas über das Buch hören, das ich gerade lese? Es wird 72 nutzvolle Sachen mit Schnecken genannt. Wie wär's? Wie verlässt man die Ruinen? Wär's mit einem extrem. Witzigen Schneckenfakt? Hast du gewusst, dass Schnecken sehr schlechtere Schnürsenkel sind? Interessant, oder? Wie verlässt man Ruinen? Ich habe etwas zu tun, bitte bleib hier. Wie? So, ja, jetzt müsst ihr in den Keller gehen. Das Spiel ist so viel einfacher, wenn man es gerade nicht im Mainstream spielt, während jeder Let's Play, sondern sobald es erst etwas älter ist. Du willst wissen, wie du nach Hause kommen kannst, oder? Vor uns liegt das Ende der Ruinen. Ein Einwegausgang aus zum Rest des Untergrunds. Ich werde ihn zerstören. Niemand wird jemals wieder sein, diesen Ort hier zu verlassen. Nun sei ein braves Kind und geh nach oben. Ja, dann, damit ich euch das zeigen möchte, weil ich euch zeigen möchte, müssen wir jetzt einmal hier nach oben gehen und müssen uns dann hinlegen. So. Ja. Jetzt kommt dann nämlich der Text, der... Nee? Okay, dann müssen wir es nachher nochmal versuchen. So. Das kommt im Hard Mode einfach gar nicht. Kann auch sein. Ich kacke das einfach, wer? So, dann gehen wir mal entlang. So. Da. So. Jeder Mensch, der hier runterfällt, hat dasselbe Schicksal. Ich habe es immer und immer wieder gesehen. Sie kommen. Sie verlassen, sie sterben. Du naives Kind. Wenn du diese Ruinen verlässt, sie, Asgore, werden dich töten. Ich bin die Einzige, die ich. Ich bin dich nur am Beschützen, verstehst du? Geh in dein Zimmer. So. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Das ist die letzte Warnung. Jo, dann müssen wir jetzt hier einmal nach oben. Ich werde hier mal gerade cutten. So, mit der Shinigami gleichen Flash-Tab macht aus Bleach sind wir jetzt wieder direkt hier oben im Zimmer so. Und? Ja. Frisk, bitte. Wach auf. Du bist die Zukunft der Menschen und Monster. Ja. So hätte es jetzt hier normal ausgesehen. Wir gehen jetzt gerade speichern, damit wir nachher das nicht nochmal machen müssen. Damit ich das nachher nicht nochmal machen müssen. Muss, wenn ich Toriel umbringe. So, und dann geht's jetzt weiter. Mit der Macht des Flash-Steps gehe ich jetzt wieder da runter. Bis gleich. So, wir sind jetzt wieder hier. So. Willst du wirklich so gerne gehen? Du bist wirklich wie die anderen. Es gibt nur eine Lösung hierfür. Beweise dich. Beweise mir, dass du stark genug bist, um zu überleben. Jo, dann... Wir sind hier Pazifisten, also zumindest nicht. Was passiert, wenn wir fliehen? Okay, passiert nichts. Ist jetzt First Time gewesen. Scheiße, ich verkacke wieder in der Ballettel, ich sag's euch. So, komm, Sperren. Was? Ah, perfekt. So, komm. Das war outgemaxed. Ich. Fuck. So, ich verkacke wirklich gerade die Ballettel. Ich komm. Ah! Sorry Leute, ich bin irgendwie so schlecht gerade. Ich verstehe es nicht.
da war ich ja, glaube ich. Ja, perfekt. Das ist aber wirklich schwer hier in diesem Modus. Kommt jetzt nochmal zu werden. Gott. Sie hat sich etwas downgeschillt. Da, jetzt haben wir es. Zeichen. Komm. Boah, das war so knapp. Komm. Ach ja, der Grund hier hat übrigens die Musik, irgendwas mit Heartbreak oder so war es. Ne, hab jetzt den Namen vergessen. Ah. Ich krieg die Balletteil nicht hin. I'm sorry. So, hier ist Bär. Greif an oder renn weg. Ja. Man sieht hier, Toriel means business. Oh, oh Gott, nee. Ich werde hier wirklich noch sterben an dem Kampf. Komm. Was willst du auf diese Art beweisen? Komm. Noch einmal trifft es uns nicht. Bekämpf mich oder geh. Scheiße. Hör auf. Da jetzt. Okay, gut. Wir haben den Kampf überlebt. Gott sei Dank. Hör auf, mich auf diese Art anzugucken. Ja, die Dinger können uns auch gar nicht mehr hitten, selbst wenn wir es versuchen. Geh weg! Tja, so leicht verärgert man sich. Aber hier, ich bin mal gespannt, wann kommt hier eigentlich das Ende von? Der Hartmut müsste doch hier eigentlich gleich, gibt es ein spezielles Ende, habe ich gehört. Ich weiß, dass du nach Hause gehen möchtest, aber bitte jetzt nach oben. Ich verspreche dir, ich werde gut auf dich aufpassen. Ich weiß, wir, warte. Hä? Das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Wir können hier unten ein gutes Leben haben. Warum machst du es so schwer? Bitte, geh nach oben. Armselig, oder? Ich kann nicht mal ein einziges Kind retten. Nein, ich verstehe. Du würdest einfach nur traurig sein und gefangen zu sein. Die Urinen sind zu klein für, sind zu klein, sobald du dich an sie gewöhnt hast. Es wird nicht richtig für dich sein, an einem Ort wie diesem aufzuwachsen. Meine Hoffnungen. Mein Alleinsein, meine Angst. Für dich, mein Kind, werde ich sie alle beiseite schieben. Da! Okay, es kam doch. Da, das war der Hund, der sie vorhin genervt hat. Und das ist das Ende des Hard Modes. Ja, mit dem Hund hier werden wir noch ein paar Mal Kontakt machen. Hä? Du beendest es jetzt? An so einem dramatischen Moment? Das ist der schwierige Part. Nicht die Geschosse, aber akzeptieren, dass alles zu Ende ist. Aber da wird mehr, viel mehr sein, oder? Vielleicht. Das Wissen der Antwort ist schwer. Toriels Gesichter hier einfach, die sind so animatik. Hey! Solltest du nicht sterben oder so? Nun, was ist davon jetzt der Sinn? Was willst du sonst tun? Vielleicht werde ich einen anderen Kuchen backen. Der letzte war ein bisschen verbrannt. Ich fand, er war lecker. Theoretisch. Also, es ist nicht so, als hätte ich dir gegessen, während ihr am Kämpfen wart. Oh Gott, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das... Oh, ist so schön. Egal, wie oft man anders spielt. Wenn man andere Wege geht, gibt es ja immer irgendetwas, bei dem man komplett blind ist. Hey, hey! Kann ich etwas Kuchen haben? Du wirst ihn einfach wieder essen? Ich kann helfen! Auf dem Boden zu schlafen ist keine Hilfe. Ich bin nicht am Schlafen! Was? Ach so, ich feuer dich in meinem Schlaf an!
Oh, du bist immer noch hier. Hast du nichts Besseres zu tun? Ja. Ich hoffe mal, das geht hier jetzt so. Können wir nicht. Ah, ja. Jetzt beginnt hier Undertale. Aber werden jetzt hier Aber werden jetzt die letzten Save States, kommen. Undertale. Hard Mode. Kommt. Vielleicht. Zähl nicht drauf. Ja, so viel zum Undertale Hard Mode. Komm. Darf ich das Spiel jetzt hier schon resetten oder? Ah, da, Flowey. So, perfekt. Hey. Warte, wie war seine Stimme nochmal genau? Hey. Was war das? Sollte sie nicht tot sein? Ich habe in dem Raum gewartet für Hard Mode. Du solltest besser ein Bild nehmen. Leute werden denken, du wärst wirklich cool. Okay, ich werde ein Bild machen, das ist das Thumbnail. Warte, ja genau, hier, da ist sogar noch die Sprechblase mit Leute werden denken, du bist wirklich cool da. War das hier die? Ja, ich habe Glück gehabt, das war die richtige Taste. Nicht! über Sartrein zu reden. Armselig. Sonst noch was? Also wirst du weitermachen, oder? Es ist zu Ende! Ich hoffe mal, das war der Hund. Haha, ich wusste es! Keine Ahnung, wie ich das übersetzen soll. Wieso ist jeder nur so und so weit halt? Also, was ist deine Entschuldigung, hier immer noch herumzusitzen? Hast nichts Besseres zu tun? Ich habe das bereits gesagt! Ja, okay, gut, das ist der Hund. Okay. Ja, und jetzt geht's also normal weg. Hallo? Okay, ich glaube, wir können aufgrund des Hard Modes jetzt nicht das machen, was ich eigentlich hier noch vorhatte. Deshalb werden wir sofort den. Okay, ja, wir können hier sowieso nicht weitermachen. Wir müssen jetzt resetten. Ja gut, wenn das so ist, dann werde ich jetzt hier. So, dann werde ich jetzt erstmal einen Zusammenschnitt von dem normalen Modus machen. Und hier F. Ach, perfekt, pausiert. So, ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal dabei sind, da kann ich auch direkt zeigen, was passiert, wenn man hier sofort in die Freundlichkeitsgeschosse reinbammt. So. Dann komm, lass mich hier. So. Oh, die Musik, ich lieb die. So. Komm, dann bammen wir direkt rein, damit ihr das auch mal direkt sehen könnt. Es gibt ja einfach so viele Possibilities in Undertale. Ich lieb das. So. Weil hier sagt noch seinen berühmten Satz. Du Idiot! In dieser Welt heißt es töten oder getötet werden. Warum würde irgendjemand eine Chance wie diese aufgeben? Stirb! Ja, und so viel halt dazu. Ja, und jetzt kommt Toriel sofort und dann geht's so weiter wie normal. Ich werde dann nachher beim ersten normalen Gegner hier wieder reinschalten. Bis gleich. So sieht's ja auch aus, wenn die markiert sind. Die hinten ist nicht markiert. Und jetzt hier. Ich weiß nicht, konnte man das sehen? Nein, nein, nein! Du sollst doch die anderen drücken. Ich hab ihn sogar für dich markiert. Jo, jetzt wieder Cut. So, jetzt noch mal beim Dummy-Training. Da gab es ja drei verschiedene Möglichkeiten. Da zeige ich jetzt noch mal die, wenn man hier gegen den gekämpft hätte. Komm. Ich hoffe mal, der. Ja, der stirbt jetzt sowieso direkt, aber wir bekommen keine XP dafür, also macht keinen Unterschied. Du hast gewonnen. Du hast 0 XP und 0 Gold bekommen. Dummies sind nicht zum Kämpfen da. Die sind zum Reden da. Ja. Wir wollen doch niemandem wehtun, oder? Komm schon, weiter geht's. Toriel sagte, es gehe weiter und weiter ging es. Aber zuerst noch einfach nur für den Moment zeigen wir noch mal Toriels Face. So, Toriels Clearface gerade hat's gebracht. Oh, ja, wir sind. Ach ja, genau, stimmt. Wir haben ja beim. Ah ja, stimmt. Hier waren. Ja, okay, gut. Jedenfalls hier nochmal, um zu dem Automaten zu kommen, damit ihr nochmal gesehen habt, wie es nochmal aussieht. Es sagt, nimm ein.
Nimmst du ein Stück Bonbon? Du hast ein Stück Bonbon genommen. Nimm ein. Nimmst du ein Bonbon? Du hast mehr Bonbon genommen. Wie abartig. Nimm ein. Nimmst du ein Bonbon? Du hast noch ein Stück Bonbon genommen. Du fühlst dich wie der Dreck der Erde. Nimm ein. Nimmst du ein Bonbon? Du hast zu viel zu schnell genommen. Die Bonbons verteilen sich über den Boden. Guck nur, was du getan hast. Jo, dann wir sind uns nachher wieder bei der nächsten großen Neuerung. So, die Gegner direkt ein normaler Froggits. Da können wir jetzt hier, genauso wie beim anderen eigentlich, können wir hier ein Kompliment machen. Und ihr seht, hier ist die Balletteil auch viel einfacher. Hier sterbe ich nicht. Oho, Leute, ein Wismon. Nee, ein Wims... Wimsan. Oder Wimsan. Oder wie auch immer man den ausspricht. Oh, der will von Anfang an nicht kämpfen, also theorisieren wir mal. Du hebst deine Arme und schüttelst mit den Fingern herum. Wismon rastet aus. Ich kann dies nicht handeln. Ja, also Wimsan ist hier im Prinzip, ja, nur ein Area-Beschränker oder wie auch immer man das nennen will hier. Herumkommandieren. Nach der Hälfte deines ersten Wortes bricht Wimsan in Tränen aus und rennt weg. Du hast gewonnen. Du hast nur XP und 2 Gold bekommen, du Monster. Boah, Wimsan tut mir gerade leid. Ah ja, komm, damit ihr sie nochmal so in Partnerschaft gesehen habt, komm, und jetzt sind wir mal nett, ansonsten zerstören wir uns nachher noch unseren Pacifist Run. Oh, ja. Aber ihr seht auch, die machen viel weniger Schaden hier. Dann kommen wir zum nächsten Gegner, ein sehr seltenes Exemplar, ein Vegetoid. Ja, das war das Team mit den Schlangen, das hat mich extrem überrascht. Ja gut, komm hier, dann, genau. Ess deine grünen Sachen! Upp. Oh. Jo. Ja, und so viel dazu. Da und dann noch die zwei letzten Gegner in Ruinen, abgesehen von Toriel natürlich. Dann Botsmal wollte von Anfang an nicht kämpfen und mit dem müssen wir nur... Nee, der kämpft, glaube ich, eh nur so lange, wie noch andere Leute als er selbst auf dem Schlachtfeld sind. Ja, und jetzt tanzt er nur noch, genauso wie als der andere. So, und jetzt können wir auch sperren. So, so viel zu den letzten meinen Gegnern, die ihr noch nicht gesehen habt. Jo, weiter geht's. Halt, stopp, jetzt rede ich. Da haben noch zwei Gegner gefehlt, genau. Also einer, nur der kam jetzt doppelt. So, hier, den dürfen wir nicht anpicken. Bei dem ist das jetzt sicher. So, final, endlich versteht es jemand. So, ja. Das hier wäre dann jetzt jedenfalls noch der letzte Gegner, den ich gesehen habe. Jetzt aber glaube ich wirklich. So, Leute, ich weiß nicht, ob es im Hardmode auch da war. Hier ist jetzt jedenfalls das Spielzeugmesser, das lassen wir hier. Sobald der Pazifist-Modus zu Ende ist, können wir nochmal herkommen und dann gucken wir uns das Messer mal genauer an. Also ne, wir gucken es nicht nochmal an, sondern dann können wir es uns nochmal anziehen, als Erinnerung halt. So, dann jetzt hier. Jetzt, wo wir nicht mehr im Hardmode sind, hat sie uns auch keinen Schneckenkuchen gemacht, sondern die hat uns hier Karamellkuchen gemacht. Ja, hier seht ihr ihn. Den lassen wir aus demselben Grund hier wie das Messer. Und jo, weiter geht's. So, wir sind jetzt hier wieder beim Toriel-Fight. Diesmal werde ich sie wieder verschonen. Danach töten wir sie mal. Dann zeige ich euch, was dann passiert. Und danach geht's dann wieder normal weiter. Das ist so umständlich. Aber das ist einfach nur witzig, was hier... Ja, ihr sollt beide Wege sehen. Vor allem, danach kommt ja dann noch der Flowey-Dialog. Dann habt ihr vorhin gesehen, der ist etwas anders, wenn wir sie jetzt überleben lassen gehen. Und sie danach töten und gehen. Also ja, bis gleich. So, Leute, so leid es mir auch tut, werden wir diesmal die Toriel umbringen. Und ja, dafür habe ich auch noch kurz das Spielzeugmesser geholt, damit es etwas einfacher vorangeht. Und das ist eh egal, weil wir legen es hinter eh zurück, also von daher. Leute, was mir gerade auffällt, selbst wenn man sie noch hier töten möchte, tut sie, sobald man bei 2 AP gedroppt ist, hier nicht mehr richtig angreifen, weil sie einem immer noch nicht wehtun will. Also ich muss schon sagen, das ist hier wirklich relativ traurig schon fast. Ja gut, wie traurig ist, aber hier ist da die ganzen Leute zu töten, das sehen wir später auch im Genocide Run, sobald wir hier True Pacifist durch haben. Ja gut, jetzt gleich ist er wieder tot, damit ihr auch seht, was dann passiert. Das werde ich jetzt nicht bei jedem Bossgegner machen. Das ist bei sie Ausnahme, weil dann der Flowey-Dialog etwas anders ist.
Du bist stärker, als ich gedacht hab. Und du warst weicher mit deinen Attacken, als ich dachte. Hör zu, Kleiner. Wenn du hinter diese Tür gehst, geh weiter vorwärts, so weit wie du kannst. Eventuell ist dein Ausgang erreichen. Esko, lass nicht Esko deine Seele nehmen. Sein Plan kann nicht erlaubt werden, durchgesetzt zu werden. Bleib brav, oder? Ich muss gerade was trinken, so zu reden, das sorgt für Schwindelgefühl. Mein Kind! Ja, so viel dazu. So, dann gehen wir jetzt zum Slightly Altered Flowey Dialog. So. True Pacifist war hier übrigens sicher möglich, weil sie getötet ist, aber wir können ja nachher resetten. Oh yeah. So, wir sind solche Resetter, das ist schon fast unser Beruf, wisst ihr? So, hier geht's weiter. Da ist Flowey. Wow! Du bist wirklich repulsiv, kann auch was bedeutet. Du hast sie verschont? Und dann hast du ge und dann hast du dich dazu entschieden, dass es nicht interessant genug für dich wäre. Also hast du sie umgebracht, nur um zu sehen, was passiert. Boah, Flowey's Face. Warum er übrigens jetzt das Gesicht gemacht hat, das sieht noch am Ende des Genocide-Runs, sobald wir spielen. Du hast sie aus Langeweile getötet. Du naiver Idiot. Denkst du, du bist der Einzige mit dieser Kraft? Die Kraft, die Welt neu zu formen. Nur mit deiner eigenen Entschlossenheit. Die Fähigkeit, Gott zu spielen. Die Fähigkeit, das Spiel zu speichern. Ich dachte, ich wäre der Einzige mit dieser Kraft, aber ich kann nicht mehr speichern. Im Moment bist du die Person, die meine kontrolliert. Gut, gut. Genieße diese Kraft, während du es kannst. Ich werde zugucken. So, und jetzt geht's noch mal weiter wie. Ja, jetzt machen wir es noch mal wieder weiter bei True Pacifist. Bis gleich. So, Leute, ich habe hier noch gerade zwei Unterschiede gefunden, die passieren, wenn man sie im Run davor getötet hat. Das möchte ich euch jetzt noch zeigen. Willst du wirklich so entgehen? Du bist wirklich wie die anderen. Es gibt nur eine Lösung hierfür. Beweise dich. Beweise mir, dass du stark genug bist zu überleben. Warte. Wieso guckst du auf, mich auf diese Art? Als ob du einen Geist siehst. Weißt du irgendetwas, das ich nicht weiß? Nein. Das ist unmöglich. Ja, jetzt beginnt ja einmal der Kampf. So, jetzt hier Tutorial Blocks Away und dann hier nochmal hier Talken. Du denkst darüber nach, Toriel zu sagen, dass du sie sterben gesehen hast. Aber das ist gruselig. Ja, so viel noch zu den Unterschieden. Jetzt geht's ja weiter. Bis gleich. So, jetzt haben sie verschont. Wenn du wirklich die Ruinen verlassen willst, dann werde ich dich nicht aufhalten. Wie auch immer, wenn du gehst, bitte komm nicht zurück. Ich hoffe, du verstehst es. Ich weiß nicht, ob ich euch die Szene schon vorhin schon gezeigt. Na gut, falls nicht, dann jetzt. Tschüss, mein Kind. So, ja, bevor ihr jetzt den Flowey-Dialog seht, werde ich noch gerade zum Anfang des Spiels backtracken, weil dort gibt es dann jetzt noch etwas, das ich euch zeigen möchte. Also, bis gleich. Ich habe gerade die Idee bekommen, wenn ich hier speichere, dann muss ich nicht backtracken. Also, da muss ich nicht von dem Ort, wo ich hinging, nochmal herkommen. So, Leute, ich bin jetzt am Anfang der Ruinen. Wenn wir jetzt weit nach unten, nee, fällt diese Richtung so, wenn wir jetzt weit nach unten gehen, dann wieder hier den Gang entlang, den wir schon kennen, finden wir folgende Goat-Mami. So, hier. Goldene Blumen. Sie müssten deinen Fall gestoppt haben. Hier. Das war gar nicht die Toriel, mit der wir sprachen. Das waren die Blumen, auf die wir gucken. Sorge dich nicht um mich. Irgendjemand wird schon auf diese Blumen aufpassen. Jo, das ist sehr aufschließend. Na gut, dann. Oh.
Oder soll ich jetzt, ja komm, dann beende ich hier noch den Ruinen-Part von Undertale, diese Folge. Soll ich nächste Folge machen? Aber nee, dann machen wir es jetzt gerade. So, bis gleich. So, dann machen wir noch den Flowey-Dialog. Und da ist es ja auch schon fast in dieser Part hier. So, ja, 30 Minuten bekommen. Geht ja, 5 Minuten ungefähr noch sind es dann. So. Würde ich hier wirklich nur 20 Minuten Parts machen, würde ich kaum vorankommen, da Flowey. Clever, sehr clever. Du denkst, du bist wirklich sehr clever, oder? In dieser Welt heißt es töten oder getötet werden. Du konntest bei deinen eigenen Regeln spielen. Du hast das Leben von, du hast jedes Leben verschont, das du verschonen konntest. Ich wette mit dir, du fühlst dich wirklich großartig. Du hast dieses Mal niemanden getötet. Aber was wirst du machen, wenn du einen richtigen Killer findest? Du wirst sterben und sterben und sterben, bis du es müde bist, es zu versuchen. Was wirst du dann tun? Wirst du aus Frustration töten? Oder wirst du diese Welt komplett aufgeben? Und mir die Macht geben, sie zu kontrollieren? Ich bin der Prinz ich bin der Prinz der Zukunft dieser Welt. Keine Sorge, mein kleiner Monarch. Mein Plan ist, Rich, keine Ahnung. Dies macht es so viel interessanter. Oh jo, meine Lieblingslache. So, kein Lache höre ich sie lieber als die von Flowey. Jo, weiter geht's. Undertale. Von Toby Fox. Jo, das war jetzt Tobis Stimme offiziell. Dann geht's weiter. Komm. Wusch. Ja. Und an der Stelle geht's dann hier auch nächste Episode weiter. Bis dann, Leute. Ciao.